Ein heftiger Sonnensturm, der die gesamte moderne Technik zerstören könnte, ist relativ wahrscheinlich. Das besagt zumindest eine neue Studie. Bleibt dran, um zu erfahren, wie groß die Gefahr wirklich ist. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Mein großes Ziel bei YouTube sind 100.000 Abonnenten und ich freue mich total über jeden von euch, der mir hilft, das Ziel zu erreichen. Danke Leute und herzlich willkommen. Bevor wir uns den potenziell zerstörerischen Sonnenzunamis widmen, erstmal ein paar grundsätzliche Infos zu unserem Stern und seinen Auswirkungen auf die Erde. Also, unsere Sonne ist ein gigantisches stellares Kraftwerk, das uns beständig mit Licht und Energie versorgt. Doch ihre Aktivität unterliegt Zyklen und je nachdem, wo sie gerade in ihrem Zyklus steht, unterscheidet sich das Ausmaß beispielsweise von Sonnenflecken oder Protuberanzen, also heftigen Materieausbrüchen auf der Sonnenoberfläche. Schon länger haben Astronomen herausgefunden, dass dieser Aktivitätszyklus der Sonne wohl ungefähr 11 Jahre umfasst. Man spricht daher auch vom 11-jährigen Sonnenzyklus. Und der letzte Sonnenzyklus, der war eher ruhig, was für Astronomen und Hobby-Himmelsbeobachter so ein bisschen unerfreulich ist, denn das bedeutet, dass man bei der Sonnenbeobachtung, die übrigens nur mit speziell dafür geeigneten Teleskopen und Filtern erfolgen sollte, nicht allzu viel sieht. Also keine Sonnenflecken, keine Protuberanzen, keine Flares. Nun hat wohl seit Dezember 2019 der neue Zyklus begonnen, wie das Solar Cycle Prediction Panel der NASA festgelegt hat. Der neue Zyklus wird Sonnenzyklus 25 genannt, da er seit Beginn der verlässlichen Sonnenbeobachtung eben der 25. Zyklus ist. Und was können wir uns jetzt von diesem neuen Zyklus erwarten? Spektakuläre Aktivitäten auf der Sonne? Nicht ganz, denn tatsächlich nimmt die Aktivität der Sonne seit Dezember 2019 zwar wieder ein bisschen zu, sodass man grundsätzlich optimistisch sein kann, dass der neue Zyklus uns ein bisschen mehr Aktivität bescheren wird, aber Fachleute glauben, dass die Sonne auch im Zyklus 25 eher ruhig sein wird. Robert Cameron vom Göttinger Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung sagt dazu Folgendes: Die aktuelle Phase geringer Sonnenaktivität im Vergleich zu den starken Zyklen, die während des Großteils des vergangenen halben Jahrhunderts vorherrschten, setzt sich in den nächsten 11 Jahren offenbar fort. Tatsächlich ist bereits seit den 1980er Jahren bei der Stärke der Sonnenzyklen ein deutlicher Abwärtstrend zu erkennen. Warum das so ist, ist noch weitgehend rätselhaft. Man weiß zwar, wie gesagt, dass die Sonnenaktivität diesen mehrjährigen Zyklen unterliegt, aber warum genau und ob es noch einen übergeordneten, längeren Zyklus gibt, das ist alles noch relativ unbekannt. Für Hobbyastronomen ist das zwar schade, aber wir dürfen nicht vergessen, dass eine sehr aktive Sonne auch Gefahren für die Erde birgt. Denn bei heftigen Ausbrüchen, sogenannten koronalen Massenauswürfen, kann so viel energiereiche Strahlung in Richtung Erde gefeuert werden, dass hohe Schäden angerichtet werden können. Christoph Schuh vom österreichischen Netzbetreiber APG beschreibt mögliche Folgen eines sehr starken Sonnensturms so: Die Auswirkungen eines Sonnensturms reichen von gestörten GPS- und Flugfunkverbindungen, starken Spannungsschwankungen im Stromnetz bis dahin, dass Trafos in Umspannwerken deutlich heißer werden können als üblich, was im Extremfall sogar zu einem Trafobrand führen kann. Ein überdurchschnittlich starker Sonnensturm könnte also durchaus unsere moderne Gesellschaft für einige Zeit lahmlegen. Im schlimmsten Fall können dadurch auch technische Systeme wie etwa Satelliten ausfallen oder sogar Astronauten zu Schaden kommen. Heißt ein ruhiger Sonnenzyklus denn nun, dass gar keine Gefahr eines solchen gefährlichen Sonnensturms besteht? Leider nicht. Eine neue Studie der Universität Kalifornien kommt zu dem Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Sonnensturm, der das globale Internet zerstören würde, bei 1,6 bis 12% pro Jahrzehnt liegt. Das ist natürlich eine relativ große Wahrscheinlichkeitsspanne, aber selbst wenn man den niedrigen Wert von 1,6% ansetzt, liegt es ja durchaus im realistischen Bereich, dass es alle paar Jahrzehnte mal zu einem solchen Ereignis kommt. Und bei einem derart zerstörerischen Ereignis wie einem solchen Sonnensturm sind 1,6% pro Jahrzehnt sogar schon ziemlich erschreckend, finde ich. Und wenn man mit der 12%igen Wahrscheinlichkeit pro Jahrzehnt rechnet, dann wären wir statistisch gesehen wohl sehr bald dran.
Die Studie beschäftigt sich vor allem mit der Wirkung eines solchen koronalen Massenauswurfs auf die Unterseekabel, durch die die Welt via Internet verbunden ist. Im Jahre 2014 wurden 95% des Internetverkehrs zwischen den Weltregionen durch Unterseekabel übertragen. Mittlerweile geht der Trend ja so ein bisschen mehr in Richtung Satelliteninternet. Ihr habt beispielsweise sicherlich schon mal von Elon Musks Projekt Starlink gehört, aber die Unterseekabel sind immer noch mit Abstand das Fundament der interkontinentalen Internetverbindung. Und durch die Analyse der Internetinfrastruktur der Erde kommt die Studie zu dem Schluss, dass ein großer koronaler Massenauswurf einen kompletten globalen Internetausfall verursachen könnte, der auch noch lange nach dem Ende des Sturms anhält. Das heißt nicht, dass innerhalb kleinerer Regionen das Internet nicht noch funktionieren würde, denn Glasfaser-Internet ist von Sonnenstürmen nicht wirklich betroffen. Aber die globale Kommunikation via Internet würde komplett zusammenbrechen. Die Autorin der Studie, Sangeeta Abdulyeoti, sagt dazu: Was mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat, ist, dass wir bei der Pandemie gesehen haben, wie unvorbereitet die Welt war. Es gab kein Protokoll, um effektiv damit umzugehen. Und das Gleiche gilt für die Widerstandsfähigkeit des Internets. Unsere Infrastruktur ist auf ein großflächiges Sonnenereignis nicht vorbereitet. Wir haben nur ein sehr begrenztes Verständnis für das Ausmaß des Schadens. Schauen wir uns mal im Detail an, weshalb ein Sonnensturm das Internet lahmlegen könnte. Untersee-Internetkabel sind aus mehreren Gründen potenziell anfällig für Schäden durch Sonnenstürme. Um die Daten nämlich unversehrt über die Ozeane zu leiten, sind die Kabel in Abständen von etwa 50 bis 150 Kilometern mit Repeatern ausgestattet. Diese Geräte verstärken das Signal und sorgen dafür, dass auf dem Weg nichts verloren geht. Die elektronischen Bauteile der Repeater können, im Gegensatz eben zu den eben erwähnten Glasfaserkabeln, durch einen Sonnensturm beschädigt werden. Und wenn dann genügend Repeater ausfallen, wird ein ganzes Unterseekabel funktionsunfähig. Hinzu kommt, dass Unterseekabel nur in größeren Abständen von Hunderten oder sogar Tausenden Kilometern geerdet werden, sodass anfällige Komponenten wie Repeater den geomagnetischen induzierten Strömungen viel stärker ausgesetzt sind. Auch die Beschaffenheit des Meeresbodens ist unterschiedlich, sodass einige Erdungspunkte möglicherweise effektiver sind als andere. Und die Studie geht auch davon aus, dass koronale Massenauswürfe größere Auswirkungen in höheren Breitengraden näher an den magnetischen Polen der Erde haben, da der energiereiche Sonnenwind vom Magnetfeld der Erde zu diesen Magnetpolen geleitet wird. Deshalb sind wohl einige Kontinente gefährdeter als andere. Asien zum Beispiel könnte glimpflich davon kommen, weil Singapur als Knotenpunkt für viele Seekabel in der Region dient und Singapur liegt nah am Äquator. Viele Kabel in dieser Region sind auch kürzer, weil sie von diesem Knotenpunkt in viele Richtungen abzweigen und nicht als einziges durchgehendes Kabel verlegt sind. Kabel hingegen, die den Atlantik und den Pazifik in hohen Breitengraden überqueren, wären also selbst bei mäßigen Sonnenstürmen einem relativ hohen Risiko ausgesetzt. Eine Konsequenz aus der Studie könnte sein, dass man das Internet in Zukunft sonnensturmwiderstandsfähiger macht, etwa indem man neu verlegte Unterseekabel mit resistenteren Repeatern ausstattet. Doch das wird, wenn es überhaupt gemacht wird, nur sehr, sehr langfristig gehen und nicht auf einen Schlag. Ich persönlich schätze, dass es erstmal zu einem heftigen Schaden durch einen Sonnensturm kommen muss, bis das Problem überhaupt öffentlich erkannt und diskutiert und angepackt wird. Apropos Sonnenstürme. In der Sonne läuft ja Kernfusion ab, die unsere Erde mit jeder Menge Energie versorgt. Beim Versuch, diese Kernfusion auch in Kraftwerken zu imitieren, hat man nun einen krassen Durchbruch geschafft. Im angezeigten Video habe ich euch alles darüber erklärt. Schaut es euch unbedingt mal an und klickt auch mal auf den Shop-Button. In meinem Weltraumshop gibt es Weltraumbücher, Plüschplaneten, echte Meteoriten und so weiter. Jeder Kauf unterstützt ein bisschen meine Arbeit und mit dem Link hier gibt es Rabatt auf alles. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut!